Ja, war er. Ach ja, zu Dingens, zu die Säulen der Erde wollte ich was sagen. Na dann. Das ist ja ein Story-Game, wo was relativ so ein interaktiver Film ist, das mal wieder. Ja. Wo du bestimmen kannst, was die sagen, was die tun, was passiert. Spielt halt relativ im Mittel, spielt ja im frühen Mittelalter, 1100, sonst Müsste auf was. dem Buch basieren, wenn ich mich richtig Ja, erinnere. da gibt es eine 1100 ist nicht das Buchvorlage. frühe Mittelalter, aber naja. Soweit ich weiß, gibt es da eine Buchvorlage für. Ja. Ja, wer hat das denn nur gerade erwähnt? Ja. Hast du So, das nicht auch gebrannte. Fernsehfilme, drei Manche Stück oder dann. so? Ja. Also einen Kinofilm gab es dazu, soweit ich weiß. Kino sogar. Na gut, es ist eine deutsche Produktion, wenn ich mich nicht irre, also es ist kein großer Unterschied zu einem Fernsehfilm. Ja. Wird es Zeit, dass ich mir in den Keller einen Ofen reinschaffe? Ich habe hier oben keinen Ofen. Wieso brauchst du einen Ofen im Keller? Um mal Sachen zu brennen. Haben die Kinder wieder nicht gehört? So, wie macht man einen Ofen? Mit Stein. Du machst einfach einen Rahmen aus Stein. Irgendjemand klackert hier gerade mit der Tür. Brauch Du hör hast auf doch zu Sounds nerven. an. Brauch hör auf zu nerven. Im Schon wieder Zweifel. die Talk-Werbung, ey. Im Zweifel ist das immer Prof. Warum bekomme ich fucking Aldi Talk-Werbung? Keine Damit du Ahnung. Aldi Talk kaufst. Ich hab doch schon Aldi Talk. Kauf mehr Aldi Talk. Ich kauf gleich drei. Kauf die Firma. Ich glaube, da hätte ich ausgesorgt, wenn mir Aldi gehören würde. Nee, nur Aldi Talk, nur den Sektor. Allein dann schon. So, ich sortiere gerade mal. Ach, geht doch mal ins Bett. Guagua. Eine Kiste mit Krams voll. Eine Kramskiste. Die Kohle brauche ich gleich. Papier. Den Ofen stelle ich mir gleich unten hin. Sehr schön. Noch ein bisschen Stein abholen. Das sind Schallplatten. Die Playlist müsste Ja, du hast aufgehört ja alle haben. Schallplatten. Hei. Spannend heute. Ja, ich habe keinen Plan, was ich gerade mache. Minecraft halt. Ich baue einen Berg ab. Das ist das, was ich immer mache, wenn ich keine Ahnung habe. Habe aber keine Lust, meine Höhle weiter zu Naja, graben. wenn du keine Ahnung hast, dann machst du dumm Quatschen. Nein, das warst du. Auch. Au. Bin von einem Baum gefallen. Schon wieder?
Musik. Und das passiert, wenn ich halt so oft auf Bäumen rumhüpfe. So, ich könnte mal Türen machen. Zwei Türen brauche ich ja scheinbar. Ah ne, die Türen sind ja nur für den Eingang. Die brauche ich nicht. Ich habe ja hier schon einen Eingang. Warum ist es plötzlich mitten am Tag? Tja. Prof hat's Tag gemacht. Habe ich gar nicht. Was war das dann? Mir war es gerade super hell. Hm. Shader kaputt. Wahrscheinlich. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis der Stein gebrannt ist. Ja. Könnte ich mir jetzt auch ein Käffchen machen gehen? Wie viel Stein musst du denn brennen? 64, ein ganzes Stack. Uff. Hast du genug Kohle dafür? Hoffentlich. Wenn ich muss, neuen holen. Ich habe noch 13 bei mir. Nimm sie raus, wenn du brauchst. Ich habe momentan noch 15 drin. 15 für 64 Kohle, für 64 Steine, ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube auch nicht, dass das reicht, aber probieren wir es mal aus. Ich hol mir deine ab. Bei mir ist, glaube ich, alle dort drüben im Lager. Müsst mal wieder runter. Ich muss jetzt erstmal noch eine Schicht Stein abbauen. Dann alles mit Erde verkleiden. Tja, ich habe zwei Feinde bekommen. Jetzt kann ich wieder Armbrustschießen üben. Jo, ach ja, Armbrust wollte ich auch noch bauen. Ich habe das Gefühl, die ist weniger wert, weniger nütze als Pfeil und Bogen. Ich mag die Armbrust lieber. Ich habe das Gefühl, die ist langsamer. Ist sie nicht. Schießt aber schneller. Habe ich auch nicht das Gefühl. Ja doch, wenn du auf link, auf rechte Maustaste klickst, dann schießt sie direkt. Und du musst dich erst warten. Das muss man bei einem Bogen. Nicht, wenn du schlecht schießt. Aber ich muss die erstmal nachladen. Ich muss ja jeden einzelnen Pfeil erstmal neu laden. Ja, du musst auch jeden anderen Pfeil erstmal spannen. Das ist aber spannend. Hm. Ja, genau. Die Armbrust ist der Bogen, bloß andersrum. Ja, und ich mag sie lieber. Ist ja auch ein Bogen dran. Ist ja. Ist ja auch ein Bogen dran. Ja, an der Armbrust ist ein Bogen dran, wenn du mal, wenn du den mal drauf schaust. Ich dachte immer, da waren Arme und Brüste drin. Wenn du dir mal eine Armbrust aufmerksam anschaust, zumindest die hier in Minecraft, siehst du das. Ich habe schon mit echten Armbrüsten geschossen, ich weiß, wie die funktionieren. Dass ein Bogen, dass der Bogen ein Teil davon ist. Müsst mir vielleicht irgendwann mal wieder eine holen. Ich habe irgendwie Bock drauf. Für Sport oder für private Zwecke? Beides. Eine Sport für private Zwecke. Ah. Hm. Tod und Verderben. Ach so, Holz wollte ich holen. Denn die Kohle wird ja abholen. Weil theoretisch bei meinem Vater auch noch eine rumfliegt. Ja, bei meinem auch. Schön mit 50 Kilogramm Zugkraft. Hm, nicht schlecht. Mein Vater hat damit, als er die in die Hand gedrückt bekommen hat, hat er sie erstmal ausprobieren wollen. Was und macht er in dem Bolzen? Nein, er hat sie geladen und hat sie dann in irgendein Holzbrett, was da stand, geschossen. Der Bolzen steckt da immer noch. Tja. Hat es erst mit der fucking Rohrzange nicht mehr rausbekommen. Muss das Brett halt weg. Muss das Brett außenrum wegschnitzen. Genau. Hm. So macht man das. Hier riecht's gerade nach Qualm. Braucht mein komischer alter Nachbar wieder. Entweder mein Nachbarn Qualm oder meine Küche brennt. Beides. Ja, Kohle wollte ich dir klauen. Ja. Hat jemand von euch sehr viel Erde? Einiges, aber. Kannst mal gucken in meiner Hütte, in meiner kleinen. Dann mache ich das. Ich habe nämlich keinen Bock, hier alles wieder
umgraben zu müssen. Wo ist denn deine Kohle? In meinem Ofen. Ach so. Nee. Die hab ich schon weggenommen. Die hast du schon weggenommen, super. Okay. Natürlich hat er das. Und er erinnert sich nicht mehr dran. Doch schon, aber. Ah, ich hab's selbst noch. Das ist ein bisschen selbst noch. 31 Kohle. Hab ich selbst noch in der Kiste. Hi, Morty. Mhm. Das ist ein bisschen Stein. Ja, ich brauche Erde. Viel Erde. Sollte reichen. Gut. Ansonsten, wenn ich Kohle nachgelegt habe, gehe ich mal nachgucken, ob meine Küche brennt. Nee, warum? Wirst spätestens merken, wenn es dich erreicht hat. Aber ich gehe davon aus, dass mein Nachbarn wieder. Dass mein Nachbarn grillen oder so. Schon komisch, irgendwie grillen immer irgendwelche Nachbarn. Der Stein müsste jetzt reichen. So, ihr könnt jetzt dem Stein mal beim Brennen zuschauen. Ich bin immer weg. Bis gleich. Ich mache meinen Kaffee und schaue, ob die Küche brennt. Ach ja, Küche brennt. Da muss ich gerade wieder an meinen Mitbewohner denken. Hat es vor kurzem geschafft, Rahmspinat anzubrennen. Hm. Nee. Wow. Das ist eine Leistung. Witzigerweise hat das dem Geschmack sogar geholfen. Die Röstaromen schmecken echt nicht schlecht in dem Spinat. Hat mich hart irritiert, aber naja. Das ist wirklich beeindruckend. Das Einzige, was bei mir gebrannt hat, war das Chili gestern. Nee, ich hatte gerade auch noch auf der Pizza, hatte ich auch noch Chili-Flocken. Das waren die guten Chili-Flocken. Das erkennt man daran, dass sie aus dem Reagenzglas kommen. Interessant. Ich glaube, bei mir war vielleicht der Fehler, dass ich nicht unbedingt die 40.000 Scoville-Soße ausprobieren sollte. Ach was. Warum nicht einfach mal spontan zwischendurch eine Flasche Sriracha exen? Nee, das mache ich schon ewig. Ich meine, die 100% Pain, die es beim Rewe gab. Hm. Die ist gut. Kann ich viel davon nehmen, aber sie tut, was sie soll. 100% Pain? Zumindest im Nachhinein. Ja, gutes Chili brennt dreimal. Einmal beim Essen, einmal auf der Toilette und einmal in den Augen vom Kanalarbeiter. So muss das sein.
Hey, meine Wäsche ist auch in Kürze fertig. Hurra! Klingt doch gut. Ja, ja. Waschmaschinen sind schon eine gute Erfindung. Ist er offen fertig? Ist er fertig? Nicht lang genug Zeit dafür. Na, habt ihr mich vermisst? Och, geht so. So, dann bin ich wieder zurück. Naja, die Küche brennt nicht. Da wird wohl draußen wieder einer rauchen. Rauchende Nachbarn sind das Beste. Habe ich eigentlich jemals davon erzählt, wie ein Nachbar bei uns einen Kürbis aufs Dach geschmissen hat? Bitte was? Ja, genau. Das habe ich nicht erzählt. Aber mir ist gerade. Aber vor ein paar Jahren hat mal irgendein Nachbar wahrscheinlich besoffen gedacht, es wäre eine gute Idee, einen Kürbis bei uns aufs Dach zu schmeißen. Gegen das Küchenfenster. Tja. Und er lag da, bis er weggeschimmelt ist. Weil niemand rankam. War sehr unangenehm. Lecker. In der Küche. Okay, Eisenklumpen brauche ich dafür einige. Und eine Fackel. Mach hier wieder Eisenverschwendung. Ist doch wieder SpongeBob, was hier gerade läuft. Was von dem, was man immer erkennt. Woran ich mich gerade erinnert habe, als ich in der Küche war, Kaffee machen, habe ich mich gerade, weil ich ja gesagt habe, eventuell brennt die Küche. Hast du mal die Küche angezündet? Nö, die Küche hat noch nicht gebrannt. Wir haben am Dienstag war es, glaube ich, oder am Mittwoch war es, da haben wir gemeinsam Küchen angezündet. Aber wir guckt, haben wir gespielt. Aber ja. Kurz zwei. Wie fandest du das, Modi? Lass mal den Prof erzählen. Etwa so wie er. Ja. Ich fand's spaßig. Das ist für einmal geht's. Das ist. Wir haben zwar nichts geschafft, aber ich fand's trotzdem spaßig. Was ist spaßiger als das Forest Level bei Human Fall Flat? Das habe ich ja Prof ja direkt schon gesagt. Ja, ja. Ich hab's immer noch nicht gespielt. Solltest du es auch nicht. Ist nicht so spaßig. Ist einfach nicht gut durchdacht. Es sieht nicht mal gut aus. Ich habe einen neuen Goldbarren. Ich trotzdem noch mal an. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich glaube, ich habe nicht genug Eisen für. Laternen. Dann geh in die Mine und hol was. Achso, 9. Wie viel brauche ich für eine Laterne? Auch noch Laternen für hier. Und Eisengitter. Brauchen endlich mal ordentliche Straßenlaternen hier oben. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt habe ich 4 Laternen, das reicht. So. Wozu auch immer wir 6 Öfen, ich 6 Öfen brauche. Ich mach's einfach mal. Alles. Für was braucht man keine 6 Öfen, ist die Frage. Tja. Meine spontane Vermutung wäre, du brauchst sie, um Dinge zu braten. Als Zier denke ich mal eher.
Es wird wieder unten Fußbodenbelag, der jetzt so das Muster haben soll und. Du benutzt Öfen als Fußboden. Ich habe schon für die Hobbit-Höhle habe ich ja schon Falltüren. Das sind alles Falltüren, was da draußen. Die runden Fenster und so weiter bestehen aus Falltüren. Ja, aber da läufst du nicht drauf. Ich weiß nicht, wofür die Falltüren, wofür die Öfen in der Anleitung sind. Wenn die echt als Boden sind, dann freu dich mal, wenn du aus Versehen irgendwann Rechtsklick machst. Ich glaub's nicht. Oder wenn du einen davon mal benutzt, viel Spaß, den wiederzufinden. Das war jetzt nur eine Behauptung. Könnte aber ganz cool aussehen, ich probiere das mal aus, ich habe viel Stein. Werden wir gleich sehen. In der Anleitung. Anleitung ist jetzt nicht so schwierig. Ist überhaupt gerade? Das sind schon Ofen. Räucherofen gibt es auch noch. Ja. Ich brauche erstmal nur Ofen. Ah, so macht man also. Du wusstest echt nicht, wie man einen Ofen macht? Aus Stein. Ja, einfach einen Rahmen aus Stein. Also im Kopf habe ich mir das nicht gemerkt. Ich finde ja, Minecraft ist heutzutage viel zu einfach. Wir mussten uns damals noch alle Rezepte im Kopf merken. Oder sämtliche IDs. Oder googeln. Oder einfach googeln. Ich habe den Scheiß ja noch gespielt vor Creative Mode. Ich musste noch die ganzen IDs auswendig lernen. Und du guckst einfach auf Minecraft Wiki. Ich will aber nicht für jeden Scheiß auf die ID, auf jeden Scheiß auf Minecraft Wiki gehen müssen. Musstest du aber. Nö, musste ich nicht. Nein. Weil ich hab den Scheiß halt auswendig gelernt. Ja. So kann man es natürlich auch machen. 12 Knöpfe? What the hell? Ich sollte erstmal da drüben bleiben. Was baust du überhaupt da? Keine Ahnung. Ich baue erstmal die Zutaten, die ich dafür brauche. Ich baue einen Keller. Kellergestaltung. Achso, du hast. Das ist alles nur für den Keller. Ja. So hübsch aussehen im Keller. Du Scheiße. Zwergi baut nur nach Anleitung. Nicht nur, aber. Finde ich auch seltsam, ich baue nichts nach Anleitung. Lass mich durch. Dafür sieht's dann hübsch aus. Ist halt nicht originell. Das war noch nicht mein Anspruch. Sure. Also originell ist das jetzt, dass die eine Anleitung unter das andere baue. Das war ja nicht gedacht. Meine Leistung ist, dass ich das eine mit dem anderen kombiniere. Klingt nach Lego. Und selbst bei Lego habe ich meistens dann... Ich habe einmal das nach der Anleitung gebaut und danach habe ich wieder irgendein Bullshit gebastelt. Ja gut, ja. Das kannst du halt heutzutage nicht mehr. Wieso nicht? Weil es die Steine nicht mehr hergeben. Weil jedes Set nur noch aus irgendwelchen random bunten Scheißsteinen und einer Außenverkleidung besteht. Ich habe so oder so fast nur mit Lego-Technik gespielt, da kommt das nicht drauf an. Oh, hier ist wieder schon ein Schweinding. Und Lego-Technik, soweit ich die neueren Sets gesehen habe, ist immer noch so wie damals. Scheiße, du musst jetzt mal brennen. Es hat weniger Funktionen, aber ja. Brennen. Früher gab es aber auch noch sowas wie ferngesteuerte Motoren und so weiter. Gibt es die nicht mehr? Nope. Es gibt Aufziehmotoren, wenn du Glück hast. Falls du überhaupt noch Motoren reinsetzen. Sie haben die Technik aus dem Lego geklaut. Oh, ich habe ein kaputtes. Sieht halt auch nicht mal gut aus. Ich meine, Lego-Technik ist mittlerweile sowas wie ein scheiß Ferrari-Modell. Lego-Technik. Zeig mir mal her, was du alles hast. Ich habe einen Goldbarren und angefangen, das Goldschwert. Ein kaputtes Goldschwert bekommen.
Jetzt hätte ich gerade irgendwie einen Zug. Oder sonst Sportwagen, was. Sportwagen, Sportwagen, Sportwagen. Ja. Dann ein Excavator, der sieht doch sehr technisch aus. Ja, das 12. Ding ist, ist so ein Vollpneumatik-System und holy shit, das Ding 24 sieht Steinstufen. Aus. Und wie viel kostet das Ding? 449. Das erklärt's. Aber bei 100.000 ist eigentlich noch ein guter Deal bei sowas. Leider. Lego halt. Es gibt auch Alternativen. Lego Technik habe ich jetzt noch nicht so wirklich Alternativen gesehen. Oh doch, Fernsteuermodelle gibt's immer noch. Remote Control Stunt Racer. Gibt's aber glaube ich auch. 7099. Gibt's aber auch glaube ich auch von. Müssen doch alte Modelle sein, oder? Ich glaube von Bluebix gibt's auch. Sieht noch recht neu aus. Gab's nicht von Bluebix ne, auch denselben, haben nicht denselben Auto oder dasselbe Auto ferngesteuerte Auto gemacht wie Lego? Gab's doch keine dieses ich eine. Ich hab mich nie mit den ganzen Alternativherstellern beschäftigt. Da gab's doch das eine Video, was der Held der Steine dazu gemacht hat, wo der Lego diese orangene. Diesen, Gott, diesen sie haben ja schon wieder den scheiß Anschluss geändert für Lego Technik Module. Diesen riesigen, dieses riesige Auto, was halt von Lego kostet 200 Euro irgendwie und ist so klein und von Cubix ist kann das gleiche und ist doppelt so groß für den halben Preis. Keine Ahnung. Ich erinnere mich an etwas. Ich auch. Da gab es doch so ein Video. Ich glaube, es gibt auch, also ich bin der Meinung, da gibt es Alternativen auch zur Lego-Technik. Nein, die Technikmodelle nicht das Niveau von den jetzt Kopfmodellen erreichen, sind ja einfach noch relativ sicher. Wonach suchen sie eBay? Lego-Technik. Jetzt auf bin ich mal gespannt, wie viel so eine eBay. Großkiste kostet. EBay. Auf eBay. Könnte zwischen einem Euro und 10.000 sein. Ja. Das ist nicht mal so viel. Das ist kein so großes Set. Kannst du mal schauen, wie viel es beim Held der Steine kostet oder hatte keine Online-Seite? Keine Ahnung. Kauft er überhaupt noch Lego oder weigert er sich? Ich weiß es nicht. Helddersteine.de Speichern. Bausteine Sets. Das passt genau. Na, was Gott hat er für Sets? Kennst du den Held der Steine nicht? Kann man Prof, das oder? Jetzt bauen, kaufen oder nicht? Ich glaube, da musst du bei ihm vorbei. Ich kenne ihn vom Namen her, aber ich bin auf seiner Webseite. Ich glaube, da musst du bei ihm vorbeilaufen, wenn du vorbeifahren, wenn du bei ihm kaufen willst. Dieses Set bei Amazon gibt's links unten drunter. Oh. ich habe doch hier gerade. Habe ich gerade den gebrannten Stein ins Nether geschubst, oder? Ach, was soll's. Und warum habe ich hier auf einmal nur. Das ist doch Blödsinn. Irgendwann muss ich auch mal das Lego, was bei meinen Eltern liegt, wieder herholen. Kann man machen. Hätte schon Stil, das ganze Lego mal ins Wohnzimmer zu stellen. Und auch nicht. Aber dann unaufgebaut einfach auf den Boden verteilen. Schön um draufklicken. Um schön Kinderzimmer-Flair zu bekommen. Ja, am besten noch so ein Autospielteppich.
Aber vorsichtig Ja, nicht das ist die drauftreten. beste Art und Weise, nach Lego zu suchen. Du musst einfach nur Lego und Kilogramm eingeben. Ein Kilogramm Lego.